Ja, hallo! Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim. Loot in the Edition Teil 2 dieser Special Folge 750. Naja, es ist 751. Ja, halt doch deine Schnauze! Ich glaube, ich habe es herausgefunden. Es lag anscheinend an Salem. Das ist so eine New Lands Map. Mod. Keine Ahnung, wieso die? Wieso genau die das ausgelöst haben sollte, das kann ich nicht verstehen. Ich glaube, ich nehme mal so alles mit. Was ist Essenz der Tarnung? Nehme ich. Was ist das? Okay. Ja, nehme ich trotzdem mit. Keine Ahnung, warum so eine Mod. Also ich habe es per Trial and Error herausgefunden. Und ja. Was ist meine Aufgabe? Nochmal, suche nach Informationen über die Rückkehr der Drachen. Da scheint sogar noch zu sein, als sehr viel bisher vermutet hatte. Die Drachen erwachen. Achso. Na toll. Na toll. Moment. Das ist das Problem, ne? Dieses Zauber machen ist natürlich. Nicht ohne. So, jetzt bin ich unsichtbar. Jetzt sollten wir jetzt noch eine Runde. Wie lange bin ich unsichtbar nochmal? Ist 30 Sekunden. Okay. Moment. Ich darf nicht sprinten, stimmt. Okay. Hilfe. Scheiße. Wo seid ihr? Da. Oh, fuck this shit, I'm out. Heilige. Ich habe halt meine Rüstung nicht, ne? Glaube ich. Doch. Habe ich sie noch nicht an? Ne, ich habe sie einfach noch nicht an. Na toll. Das ist jetzt schlecht. Da kann ich mir nicht anders helfen als. So! Leute, jetzt wird's interessant. So. Ach so. Okay, wow. Hilfe. Ich habe irgendein Rüstungsteil nicht an, glaube ich. Nee, doch, habe ich alles an. Okay. Glasgewitter nehme ich mal. Nehmen das mal gerade mit, weil ich habe irgendwie, mir fehlt halt Rüstung. Okay, brauche ich nicht. Was habe ich denn nicht bisher? Ne, jetzt habe ich alles, ne? Ja. Okay. Ho, ha. Na toll, da brauche ich einen Schlüssel für. Jo. Ne, da ander nicht hin. Ist da jemand? Hallo. Ach komm, machen wir einen neuen. Hat er eine neue Haltbarkeit.
Dieses Deremora-Ding ist halt nicht schlecht. Oh, was macht denn der Sturmatrünner hier? Geil. Das war ja super. Wow! Leute! Ich hätte mehr brauchen können. Schwaches Gift, kräftiger, ewiger Wein. Wein brauche ich nicht, oder? Oder was macht der? Brauche ich nicht. Ich muss gerade gucken, was ich mit den Giften, die ich habe. Oha. Tragfähigkeit wird erhöht, brauche ich nicht. Gesundheit wird erhöht, okay. Regeneration, das ist gut. Ach, der Gourmet. Fuck, 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 fuck. So. Wow. Okay. Aber anscheinend hat er den nur beschworen. Das ist gut. Puh. Das ist gut. Okay, ich kann nicht noch mehr hier gebrauchen. Zu starke Heilung. Gesundheit. Nehme ich mit. Himmelsrand? Wieso will ich nicht hin? Na toll. Na toll, na toll, na toll, na toll, na toll. Wieso bin ich denn jetzt nach Himmelsrand gegangen? Wahrscheinlich auf irgendeinem Balkon. Würde ich vermuten. Nee, das ist schon richtig. Aber da will ich gar nicht hin. Da will ich gar nicht hin. Nee, nicht gesagt. Ist das gut gemacht? So, was? Der Kronleuchte ist einfach nicht vorhanden. So, aber irgendwo ist hier der Ausgang oder so ein. Nee, doch da oben, hä? Pretty decent how to do this. Okay, das ist dann doch richtig gewesen. Okay, das hatte ich jetzt irgendwie nicht erwartet. Gut. Oh mein Gott! Ihr habt nur ein beschworenes Schwert und ihr denkt wirklich, damit könnt ihr irgendwas ausrichten? Oh mein Gott, was ist los? Hilfe! Ich glaube, meine Begleiter helfen gerade. Kann das sein? Okay. Hilfe! Oh mein... Ich tot? Ihr kennt ja meine Meinung zu One-Hit-Kills, ne? Jo! Okay. Ich muss erstmal die Lager ein bisschen sondieren. Sei mal. Wir brauchen einen Sturmatronarchen hier. Der mit Blitz ein bisschen auf die Leute losgeht. Ja. Dann könnte ich noch eine Eisenhaut benötigen.
Hallo. Ihr da, verzaubern wir nicht. Tja, das wird nix. Doch. Und Trank gegen für Ausdauer. Hier Gift auch noch, komm, machen wir. Oh. Tja. Das war's, mein Freund. Okay, ich glaube, das war alles, ne? Sehr gut. Okay. LMS, well, Ellenvens Saal, oder wie auch immer das heißt. Solar. Das ist bestimmt nicht in ihrer Sonne. Aber ich glaube, so. Nee, doch, Sol steht für Sonne, ne? Was? Oh! Was haben wir denn hier? Oh! Leute! Gehst du? Hol den Deal! Puh! Heieieiei! Seymalari! Was ist das? Eine Robe? Ein Schlüssel? Ring der überragenden Zerstörung, zwei Rollen. Der Rest habe ich, glaube ich, oder kann ich noch keine Feuertrinneichen beschwören? Ne, kann ich schon. Dachte ich mir schon irgendwie. Das wäre es ja auch gewesen. Was hat Gisur? Geld. Markloser Granatstein. Ja, sonst nichts so Besonderes. Okay. Okay, was haben wir hier? Deathballs, Salz, Leere. Mhm. Das ist nichts Besonderes. Okay, ein paar Bücher. Ja, nichts so Besonderes. Ja. Agonien, achso, ich dachte irgendwie Accounts. Accounting. Was ist das? Mhm. Eine Truhe. Drachenuntersuchung. Noch ein Schlüssel. Talmor-Dossiers. Über ihr und ihr. Stehen da drin. Aktueller Stand der Drachenuntersuchung. Erster abgesandter Element. Wir erwarten einen Durchbruch bei unseren Bemühungen, die Partei der Macht oder Macht zu enthüllen, die für das Phänomen der Drachenauferstehung verantwortlich ist. Eine Format hat einen möglichen Hinweisgeber identifiziert, den wir die Botschaft gebracht haben, um ihn zu verhören. Die Person ist stur, hält aber allen Anschein nach die Information zurück, nach der wir suchen. Ich habe die mittlere manuelle Abwicklung autorisiert und ich rechne nicht damit, dass mehr nötig sein wird, es sei denn, ihr seid der Meinung, dass die Zeit drängt. Ich weiß, dass ihr es vorzieht, beim abschließenden Fall anwesend zu sein. Ich werde euch sofort informieren, sobald die Person voll ansprechbar ist.
Zwei Tage sollten reichen, um alles aus ihm herauszubekommen. Solltet ihr einstweilen unsere Feuertechnik begutachten wollen, so ist unsere Fachkenntnis natürlich stets willkommen. Ich habe den Gefangenen der Einfachheit halber in der Zelle untergebracht, die der Treppe zu eurem Büro am nächsten liegt. Aha. Was haben wir dann noch? Delfine ist das hier. Status Active Capture Kill, High Priority MSC Level Approval, Deception Female Breton mid 50s. Background. Delphi was a high priority target during the first war for both operational and political reasons. She was directly involved in several of the most damaged important operations carried out by the Blades within the Dominion. She had been identified and was slated for the National Purge, but by bad luck was recalled to Cerodiel just before the outbreak of hostilities. During the war, she evaded three attempts on her life, in one case killing an entire assassination team. Since then, we have only indirect evidence of her movements, as she has proven extremely alert to our surveillance. She should be considered very dangerous, and no move against her should be made without overwhelming force in the most careful preparation. Operational notes. She is believed to still be working actively against us in Skyrim, although we have no location of her. Assumed to be working alone as no other blades are known to be active in Skyrim, and she has in the past avoided contact with other fugitive blades for her own security cone of the reason she has far awaited elimination. Her continued existence is an affront to all of us. Any information on her whereabouts or activities should be immediately forwarded to the third emissary. Okay, das heißt, bei ihr ist es einfach nur alte Geschichten. Und wie ist es mit Ulfriken? Wie geht's da um Ulfric? Incorporative. Dormant. Emissary Approval. Description. Jarl of Windhelm. Lead of Stormcloak Rebellion. Imperial Legion Return. Background. Ulfric first came to our attention during the first war against the Empire when he was taken a prisoner of war during the campaign for the White Gold Tower. Under interrogation, we learned of his potential value, son of the Jarl of Windhelm, and he was assigned as an asset to the interrogator, who is now first emissary Elenven. He was made to believe information to obtain during his interrogation was crucial in the capture of the Imperial City. The city had in fact fallen before he had broken, and then allowed to escape. After the war, contact was established and he has proven his worth as an asset. The so-called market incident was particularly valuable for the point of view of our strategic goals in Skyrim. Also, this resulted in Ulfric becoming generally uncooperative to direct contact. Operational notes. Direct contact remains a possibility under extreme circumstances, but in general the asset should be considered dormant. As long as the civil war proceeds in its current and indecisive fashion, we should remain hands off. The incident at Talgan is an example where an exception had to be made. Obviously, Ulfric's death would have dramatically increased the chance of an Imperial victory and then thus harmed our overall position in Skyrim. Note: the incidental intervention of the dragon at Talgan is still under scrutiny. The obvious conclusion is that whatever is behind the dragon has an interest in the continuation of the war, but we should not assume, therefore, that their goals align with our own. A Stormcloak victory is also to be avoided, however, so even the indirect aid to the Stormcloaks must be carefully managed. Mhm. Das heißt, er ist einfach nur Rebellenführer, während Delfine halt alte Sachen, alte Feindschaften darstellt. Okay. Dann haben wir die Situation auch schon mal geklärt. Höchste Ausdauer. Oder ist nicht. Toll, ich habe keine Dietriche mehr, stimmt. Jetzt haben wir hier feine Kleidung. Ja, ich habe halt keine. Oh. Okay, das wollte ich glaube ich nicht. Aber hier ist doch nichts. Ah doch, hier ist eine Treppe. Hi! Gut, dass du es erwähnt hast. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Hier ist Etienne Ranus. Ich bin nicht hier, um euch zu quälen.
Keine Zeit für Erklärungen, lass uns hier verschwinden. Geht schon vor, ich bin hier noch nicht fertig. Moment, vielleicht wisst ihr etwas Wichtiges. Wer seid ihr? Was tut ihr hier? Geht schon vor, ich bin hier noch nicht fertig. Klar. Was ist denn jetzt los? Nö. Oh, ein Timer ist hier über S-Bären. Hi. Eieiei. Denke ich auch. Ja. Hoffe ich auch. Was haben wir hier? Ach, das ist der Schlüssel. Gold. Ein Bogen. Irgendeine Maske. Aber ich habe doch hier noch nicht alles gehabt, oder? Hier ist doch noch mehr. Ich habe doch noch nicht ihr komplettes Solar durchgeguckt. Glaube ich. So. Ich war nämlich noch nicht oben. Hier war ich schon, ne? Hier war nichts mehr. Hier war die Speisekammer. Was ist denn hier oben? Hier ist ein bisschen, da ist ein bisschen. Nichts allzu Besonderes. Kleiderschrank. Truhe mit Gold oder nicht? Noch eine Todesglocke. Okay, jetzt weiß ich auch, warum hier nichts war, weil hier einfach nichts ist, was interessant ist. Okay. Falsch. Nee. Hier. Okay. Da. Hier. Und hier. Also, oh. Diese sollten mir verloren sein. Was ist das denn? Na toll. Ich weiß nicht mal, was das ist. Der Gral. Keine Ahnung. Ein furchteinflößender Gral. Ich kenne den Heiligen Gral. Winter Troll Pet. Okay. Auch gut. Hallo.
Okay, wo komme ich hier hin? Ach, Himmelsrand. Okay. Informationen sind sehr gut gewesen, die wir da bekommen haben, glaube ich. Wir wissen jetzt was über Eisbären. Wir wissen etwas über Delfine. Oh mein Gott. Ich auch, ich brauche Licht. Scheiße. Das ist ja mitten im Nirgendwo. So, sprich mit Delfine, ja, machen wir. Ach nee, sag mir nicht, ich muss dafür jetzt nach. Nee. Ich muss dafür wirklich nach. Weil Flusswald zurück, ne? Scheiße. Scheiße. Geil, das ist ja super schlimm. Jo, spielt Killing Floor 2. Im Spiel könnt ihr auch mal ein Let's Play drüber machen, ne? Einfach so drauf, bam, bam, bam. Man kennt es. Das ist halt Killing Floor. Aber es ist ja einfach das Problem von Killing Floor für mich. Nicht schon wieder. Ich gehe einfach. Das ist so. Passt schon. Ja. Bam, bam. Ja, die Timer wissen nichts über die Rachen. Wenn ihr sowieso nicht glaubt, weshalb habt ihr mich dann überhaupt beauftragt? Nein, ja, ich bin mir sicher, sie suchen jemanden namens Eisbären. Was wollen die Timer von Eisbären? Tja, die Timer glauben also, dass die Klingen von den Drachen wissen. Okay, diplomatische Immunität. Warum ist es so wichtig, dass ich einfach im Blut bin? Okay. Was ist mit den Klingen passiert? Warum flieht ihr? Weißgoldkonkordat, was ist das?
Ah ja. Da waren doch noch mehr Sachen. Warum lässt das Kaiserreich den Time auf freien Hand? Und wer sind die Timer? Na, gib mir die lange. Ja, wenn das so ist, ne? Dann hole ich mir mal mein ganzes Zeugs. Scheiße, jetzt habe ich meine ganze Ausrüstung, ne? Oh. So, hier. Ah, wie früher. So. Ich würde dann aber auch sagen, wir machen einen Cut an dieser Stelle. Bis dahin, macht's gut und ciao!